Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play De Forestos. Ja, ich freue mich wieder mit euch hier zu sein. Und wer hätte es gedacht, man sieht es im Titel, es ist Version, ich bin so blöd. Es ist Version, ich bin so blöd, genau. Es ist Version 014 mittlerweile draußen. Ich habe extra nicht mehr aufgenommen und habe gewartet, so dass es rauskommt. So, dann wollen wir mal schlafen mit C. Ging schnell. Okay, so. Ja, es sind eine Menge Dinge bearbeitet worden, irgendwie viele Bugs sind bearbeitet worden und ihr seht, es gibt jetzt Wasser und das will ich gleich mal, die Tür da hinten, ja typisch, das will ich gleich mal, machen und zwar, ich weiß nicht genau, wie lange wir nicht hier reinrennen, wir haben noch Lurchfälle an ohne Ende. Oh, sehr schön. Ja, esse ich nachher, gibt's eine Menge. Ich weiß nicht genau, wie lange wir durchhalten ohne Wasser. Darum renne ich gleich direkt mal los und suche mir meine Schildkröte. Denn ich möchte es nicht drauf... Sind wieder zu? Warum sind die wieder zu? Also, nicht, dass es mich stürmen wird, aber... Sind wieder zu? Einen Energy Snack. Oder haben wir noch das? Okay. Das ist ja nicht schlecht. Da sind die wieder zu. Kann man wieder aufmachen. Da fliegen wieder Dinge durch die Kante. Hua! Ja, also die Webcam... Habe ich hier gerade... Ich habe den Vogel gerade mit dem Stein erschlagen, glaube ich. Die Webcam ist an. Ich hoffe, es funktioniert wieder. Ich habe es jetzt ausgetestet in vielen verschiedenen Spielen. Es ging auch wieder. Und ja, ich hoffe, es funktioniert einfach. So, super, da haben wir noch Medizin gefunden. Und was haben wir da? Da haben wir noch... Wäre schön, wenn sie das mit hinzugefügt haben. Also das Einzige, was ich mir jetzt gemerkt habe... Ist, dass auf jeden Fall diese Koffer offen sind. Genau das habe ich mir gemerkt. Nein, dass auf jeden Fall... Wer war das? War doch was. Na gut. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist auf jeden Fall, dass jetzt Wasser hinzugefügt wurde und... Alter, das geht ja schnell runter. Wie schnell soll ich, muss ich da so eine Schildkröte finden, damit ich überhaupt überlebe, weil man stirbt ja, wenn man die Schildkröte nicht sofort findet. Das heißt, das erste, was ich eigentlich machen muss, ist eine Schildkröte suchen. Und das machen wir jetzt auch gleich mal. Gut, dass ich sofort losgerannt bin. In der letzten Folge sind wir einmal gestorben, oder letzte Aufnahme, ich weiß nicht direkt, ob es in der letzten Folge war, auf jeden Fall sind wir einmal gestorben. Das tut mich sorry, aber... ja. Wir suchen uns jetzt eine Schildkröte und dann müssen wir auch gleich los als nächstes... Und müssen einen Kochtopf suchen. Die gibt es im eingeborenen Dorf jetzt. Weil man kann den anscheinend nicht selber machen. Und ja. Der Typ ist ein bisschen unfähig. Der kann... Und ich habe was gelesen. Man soll sich an die Möwen anschleichen können. Ja, geil. Klappt. Schön. War zwar nicht unter meinen Kommentaren, aber ich habe es in anderen Kommentaren gelesen. Und warum sollte ich es nicht ausprobieren? Da haben wir einmal einen Herrn, der gerne aufs Gesicht möchte. Ich will eigentlich seine Zähne. Ach, die geben mir keine Zähne. Ach stimmt, die geben mir keine Zähne mehr, wenn sie tot sind. Na gut. Oh, ein Lurch. Lurch, 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 Lurch. Lurch! Nein, bleib doch mal hier. Was ist das? Ich dachte gerade, was ist das denn? Hallo? Geht doch. So, super. Da haben wir einen Lurch. Hier haben wir einen Sticky markiert. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich wegen... Hat man ja nicht ein Feuer drin? Oder weil das ein Lurchstrand war. Kann auch sein. Aber wir suchen ja gerade nicht nach Lurchen. Wir suchen nach Schildkröten. Und die sehe ich bis jetzt noch nicht. Und unser Wasser nimmt bedenklich ab. Es wurde viel Kritik geäußert, ob das denn jetzt wirklich eine gute Idee ist mit den Schildkröten. Ich muss sagen, ich bin noch zielgespalten. Man muss es ausprobieren. Weil natürlich, wenn man jetzt Essen und Trinken sich gleichzeitig zusammensuchen muss, dann kann das schon mal ziemlich schwer werden. Ich denke mal, dass auch Dinge wie Cola und sowas, wie
trinken dazugeben wieder. Wäre also logisch und sinnvoll, wenn man die Cola respawnen lassen würde. Wäre aber unrealistisch andererseits auch wieder. Ich kann es nicht genau sagen. Lurch. Ich kann es nicht genau sagen, wie es ist, dass... Lurch. Heute ist mein Lurchtag, Glückstag. Komm her, mein kleiner... Geronimo. So. Ich verstehe nicht. Nee, hier sind die Koffer wieder nicht auf. Doch, die Tür sind wieder zu. Die machen zum Glück auch keine lauten Geräusche oder sowas. Ich verstehe nicht, warum er jetzt gerade schon wieder die... Ich mache das mal so. Continue. Alter, wie los hier sind. Ich lasse die Rest nicht mal leben, weil so viel brauchen wir auch nicht. Seit der neuen Version habe ich das Problem. Ja, ich lasse den Rest nicht mal leben, gell? Seit der neuen Version habe ich das Problem, dass irgendwie Webcam plus das Spiel zu Lex kommt. Ich weiß nicht warum, das ist seit 013 so, das hatte ich schon in der Voraufnahme. War schon das. Also in 013 hatte ich schon das Problem, dass er irgendwie nicht mehr ganz so flüssig läuft und jetzt in 014 scheint es noch schlimmer geworden zu sein. Deswegen muss ich die Sichtweite ein bisschen runterstellen, was mich an sich jetzt nicht stört. Sieht immer noch. Ich sehe immer noch viel. Aber irgendwie. Weiß nicht genau. Und naja, ich habe auch überlegt, dass wir uns jetzt natürlich langsam dann daran machen müssen im Vor, im neuen Vor, was wir gebaut haben, werden wir dann wahrscheinlich. Werden wir dann wahrscheinlich die Wasserbehälter aufstellen. Weil ich muss gestehen, ich habe jetzt gesehen bei anderen Let's Playern, dass die Spinnenmenschen, also die Supermutanten, auch aus der Höhle rauskommen jetzt wieder. Also ich habe zwar noch nie einen gesehen, aber ich habe gesehen, dass das schon passiert ist. Und da unser Höhleneingang genau neben unserem Fort ist, halte ich es für sehr unklug, in dem Fort das zum Hauptfort zu machen. Ich habe deswegen vor, dieses zweite Fort, wie oft gerade vorkommt. Vorkommt, oh mein Gott. Oh, da hinten sehe ich Eingeborene. Ich habe deshalb vor, das zweite Fort zum Hauptfort zu machen. Das Problem ist, wir müssen genau da lang, um zu den Strand zu kommen, wo die Schildkröten sind. Was habe ich jetzt gemacht? Achso. Hai erschlagen. Wir gehen mal mit I. Und dann würde ich sagen, wir haben gar keine Cola dabei. Boost. Drink. Das kann man trinken. Aber dann geht die Energy runter. Ah, so ist es geregelt jetzt. Ich duck mich mal, wir sind ja ganz gut unsichtbar. Das ist, ergibt Sinn, aber klingt komisch. Oh oh. Nee. Ich dachte, er hat es nicht gesehen. Los, duck dich da drüber. Okay, ich glaube, sie haben es nicht gesehen. Nochmal umdrehen zur Sicherheit, man weiß es ja nicht. Sind doch nur die beiden, oder? Hier sind jetzt nicht irgendwie noch 10 über den Hügel drüber. Über den Hügel drüber. So, wait a moment. Hallo? Okay, dann spacken sie in den Wald rein. Dann würde ich sagen, ist das meine Chance, mal schnell über den Hügel rüber zu kommen. Und wir haben ja gemerkt, da oben auf dem Hügel ist ein Baum. Irgendwo dahinter. Aber man darf da nicht zu einer Rand gehen, genau wie hier. Weil sonst fällt man einfach mal ins Wasser. Und wird dann fast von Haien getötet. Das kennen wir mittlerweile ja schon. So, jetzt müssen wir aber schauen, dass hier jetzt keine eingebunden sind und wir haben Nebel. Weiß nicht, ob ich das für gut halten soll. Die Koffer gehen also wirklich nach einer Zeit wieder zu. Wir sehen es hier. Die hat man nämlich alle geöffnet, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Die Koffer gehen nach einer Weile zu. Und man kann also auch Alkohol trinken. Also gut, ist es doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Haben sie gut geregelt, dass man dafür ein bisschen Energy verliert. Ist eine gute Regelung, finde ich. Da kann man drauf aufbauen. So, hier liegen jetzt 5 Trilliarden Haie. Oder auch nur 3, aber... Über... Alter, Alter.
Alter. Seht ihr, was ich sehe? Shit, Alter. Ich habe einen Boss gefunden. Da hinten sind lauter Tote. Ich würde nur eine Schildkröte. Boah, ist noch ein Toter. Wie viele Tote hier rumliegen, Alter. Okay, der geht hinten rein. Ich würde nur eine beschissene Schildkröte haben. Wenn ich den da so sehe, dann fresse ich lieber noch mal einen Energy-Riegel. Man weiß ja nie. Ja, die können hier rumlaufen. Was passiert? Ich sehe sofort so ein Vieh. Alter. Da hinten ist er. Alter, ich hoffe, der geht nicht in Richtung unserer Behausung. Das wäre nämlich mega behindert. Dann müsste ich die Bomben benutzen und ich weiß nicht, ob die Bomben funktionieren oder wie gut die Bomben funktionieren. Und hier waren doch immer Schildkröten. Warum denn auf einmal nicht mehr? Da ist der andere! What the fuck, da ist der andere! Ich will da nur eine Schildkröte. Was? Wie eklig ist das? Habt ihr das gerade gehört, das Geräusch? So, so richtig räudig einfach nur. Okay, wo ist der andere? Jetzt bloß nicht in den reinlaufen. Das würde mir jetzt gerade noch fehlen, so ein Todesjump, so ein Todesrun dann hier auszuführen gegen den. Die sind nämlich ziemlich schnell, habe ich gesehen. Alter, fuck, ich will doch nur eine Schildkröte. Wir müssen eine Menge... Es gibt jetzt auch Stolpertrete. Wir müssen eine Menge Fallen aufbauen, glaube ich. Und bitte lass es nur einen Muschig losgehen. Okay, ich darf nicht Muschig... Wisst ihr, was mir gerade ein bisschen Sorgen macht? Ich sehe den nicht mehr. Ja, natürlich läuft er in Richtung unserer Behausung. Na, super. Großes Kino. Mist, Alter. Echt, echt behindert. Ich muss also jetzt durch den Wald, sonst haben wir gleich ein Problem. Und deswegen schlucke ich gleich mal zwei Riegel. Oh! Hört der mich? Wo ist der? Da hinten ist er. Mir wurde gesagt... Ich soll das machen. Wo ist der Typ hin? Wo ist der Typ hin? Also mir wurde sich... Wie oft denn noch, Junge? Oh, nein, das war der Falsche. Nicht? Das war der Richtige? Alter, wo ist der hin? Da hinten ist, glaube ich, die Höhle. Ich habe echt gerade mega Schiss, dass der hier auftaucht, weil ich so einen Lärm mache.
Ich muss, glaube ich, warten, bis die Schildkröte den Kopf wieder raussteckt.